du einem anderen Muslim gegenüber? Musst du ihm Liebe und Zuneigung zeigen? Ja. Oder musst du ihm hassen, den Muslim? Nein, du musst ihn lieben. Du musst ihn lieben. Frage, darfst du einen Kafir lieben? Nein. Nein. Wir sind hart zu ihnen. Hart zu ihnen bedeutet nicht ungerecht zu sein. Bitte aufpassen. Ja, natürlich. Das wir sind, wir hassen ihren Schirk und sagen uns von ihren Schirk los. Wir dürfen sie nicht lieben, bedeutet aber nicht, dass wir was... Sie nicht respektieren und... Dass wir und gütig und gerecht zu ihnen sind. Ich habe das letztes auch schon gelesen. Ganz kurz. Damit haben viele ein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Warum dürfen wir nicht ungerecht zu ihnen sein? Weil wer das gesagt hat? Allah. Allah azawajal. Höre die Ayah in Surat al-Mumtahana. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah عز وجل sagt, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Über wen reden wir jetzt? Über die Kuffar. Über die Kuffar. Dass ihr zu ihnen gütig, hat Allah hier Stopp gemacht? Nein. Ungerecht seid, wahrlich Allah liebt die Gerechten. Jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Wala und Bara verstanden oder nicht? Hat verstanden. Hat er eine Einladung von Juden angenommen? Obwohl sie versucht haben, zweimal ihn was zu töten. Manche Leute kriegen das mit dem nicht gebacken. Warum ist er hingegangen? Weil er sie geliebt hat? Nein. Sondern? Ihnen ihr Recht gegeben. Ja, aber auch? Dauer. Baraklaufikum. Dauer. Ganz einfach. Zweite Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er einen Jungen von ihnen besucht, der krank war und kurz vorm Sterben war? Obwohl sie ihn was versucht haben zu töten. Schau mal sogar, als, das ist ein wunderschöner Hadith bei Al-Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, nimm den Islam an, zu diesem Jugendlichen. Das war ein Jugendlicher. Dieser Jugendliche, Jude, hat wen dann angeschaut? Sein Vater. Dann sagte sein Vater, Atta Abul Qasim. So gehorche Abul Qasim. Subhanallah, ein Jude wird unsere Religion bestätigen, weil der Jude wusste, dass das die richtige Religion ist. Weil er wusste, dass das die richtige. Deswegen hat er gesagt, gehorche Abul Qasim. Dann hat der Junge das Glaubensbekenntnis gesprochen und der Prophet, er war so gerührt. Er hat sich dann niedergeworfen vor Allah und hat gesagt, Alhamdulillah, dass einer uns nicht entwischen ist, sondern dass er mit der Shahada gestorben ist. Allahu Akbar. Guck mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. So. Jetzt, einer ist kein Muslim. Er kommt zu dir und sagt dir, ich habe einen Schrank unten, kannst du mir helfen, ihn hochzubringen? Machst du oder nicht? Ja. Ja. Okay. Er ist ein Kafir. Aber wie sollen wir zu ihm sein? Gütig und gerecht. Und deswegen sagen die Gelehrten Barakallahu fikum überall Birr. Das heißt, die Güte. Sie sagen, Al-Birr ist, dass du jemand anderen Gutes tust, unabhängig davon, ob du ihn liebst oder nicht. Du machst es nur, weil wer es dir gefordert hat. Aber alles verstanden? So ist die Sache. So. Dein eigener Bruder, der Muslim ist, der geht zum Beispiel ins Casino rein. Liebst du ihn für diese Tat, ja oder nein? Nein. Aber er ist Muslim. Das ist egal, er tut was Falsches. Warum bist du so radikal, Yachi? Ich muss diese Tat verabscheuen und ihn davon richtig. Rausnehmen. Obwohl er was ist? Obwohl er was ein ist? Muslim. Ein Muslim. So, jetzt hast du diese Tat an ihm. Die Tat, passt auf, nicht die Person. Du hast die Tat an ihm, aber was liebst du an ihm? Trotzdem, dass er Muslim ist. Für sein La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Haben wir verstanden, wie die Einteilung ist? Ja. Und jetzt einer hat einen Vater, der ist kein Muslim. Oder eine Mutter, die ist keine Muslima. Er ist aber Muslim. Darf er seinen Vater oder seine Mutter menschlich lieben, ja oder nein? Ja. Er darf sie lieben. Aber wir haben doch gesagt, man muss die Kuffar hassen. Richtig. Aber das ist eine Liebe, die nicht in seiner Hand ist. Man nennt sie eine Hubjibilli, eine natürliche Liebe. Die hat ein Mensch hat sie, die fällt ohne, dass er darüber einen Einfluss hat.
Jeder liebt seine Mutter, jeder liebt seinen Vater, jeder liebt, mit jeder meine ich im Allgemeinen natürlich. Jetzt zum Beispiel, du kommst und rettest mir das Leben und du bist kein Muslim. So, ich bin Muslim. Du hast mir mein Leben gerettet, dann hast du mich noch zu einer Stelle gebracht, hast mich noch betreut, hast alles versucht, dies, das. Jetzt, dass ich eine Zuneigung zu dir habe, ist sie von mir gewollt oder fällt sie automatisch? Die fällt automatisch. Und was automatisch fällt, ist nicht in deiner Hand und du wirst nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Obwohl er ein Kaffee ist. Verstanden? Solange du nicht seine Religion liebst und dich von seiner Religion distanzierst. Das ist alles. Fehlt noch was oder das ist alles klar? Ja? Alhamdulillah.